Guten Morgen, in diesem Video möchte ich dir einmal erklären, wie der Zahlenstrahl funktioniert. Auch dafür nehme ich erst noch einmal unsere Schreibtafel. Und ich habe dir hier einmal einen Zahlenstrahl aufgeschrieben. Du kannst dir merken, dass der erste Strich bei einem Zahlenstrahl immer die 0 ist. Das schreibe ich hier schon mal dran. Und der letzte Strich beim Zahlenstrahl, der ist auch besonders dick, ist immer die 20. Und jetzt steht jeder Strich hier zwischen für eine Zahl. Der erste Strich ist die 1, der zweite Strich ist die 2, da kommt die 3, 4, 5 und so weiter, 6, 7, 8, 9, 10. Der dicke Strich in der Mitte ist die 10. Und danach geht es wieder weiter mit 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeder Strich steht genau für eine Zahl. Jetzt mache ich diese Zahlen hier noch einmal weg und ich lasse nur die 0, die 10 und die 20 stehen. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, was das hier für eine Zahl ist, dann müsstest du jetzt einmal die Striche abzählen. Hier ist die 0, kommt die 1, 2, 3, 4, 5. Das hier wäre die Zahl 5. Oder wenn ich dich frage, was das hier für eine Zahl ist, könntest du hier von der 10 anzählen. 11, 12, 13, 14. Oder wenn ich dich frage, was das hier für eine Zahl ist, dann könntest du sogar rückwärts zählen, denn von der 20 eine Zahl rückwärts, die Zahl davor ist die 19. Natürlich könnte man aber auch von hier an weiterzählen. Und so steht jeder Strich auf diesem Zahlenstrahl für eine Zahl, die du herausfinden musst. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick ins Mathebuch. So, das hier oben, das ist nur zum Schauen. Deine Aufgaben beginnen hier. Überall, wo ein Kästchen ist, sollst du die passende Zahl eintragen. Zum Beispiel hier. Hier vorne ist die 0. Jetzt könntest du abzählen 1, 2, 3, 4, 5. Das nächste Kästchen wäre das hier. Ich gebe dir einen Tipp. Hier ist der dicke Strich. In der Mitte ist immer die 10. Jetzt hast du hier aber auch noch ein Kästchen vorgegeben. Wir zählen mal von der 10 weiter. 11, 12, 13, 14, 15. Hier ist die 15. Und so kannst du hier alle Kästchen ausfüllen, die am Zahlenstrahl gegeben sind. Die Delfinaufgabe ist wirklich besonders schwer, denn du sollst gucken, wo könnte die Zahl ungefähr sein am Zahlenstrahl. Hier zum Beispiel ist die 10 und die 10 ist immer genau in der Mitte zwischen 0 und 20. Ich könnte also die 10 so ungefähr mit der Mitte des Zahlenstrahls verbinden. Die wäre ungefähr hier. Die 1, das kannst du auch auf diesen Zahlenstrahlen sehen, die ist hier ganz nah an der 0 dran, fast direkt bei der 0. Ich könnte die also ungefähr hier verbinden. Und so entscheidest du, wo ist ungefähr die 4 und die 5, wo ist ungefähr die 16 oder die 19. Du kannst das hier auch immer so ein bisschen auf dem richtigen Zahlenstrahl nachschauen. Das ist aber eine Delfinaufgabe. Wenn die zu schwierig ist, kannst du die weglassen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Zahlenstrahl.